Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zelda Tears of the Kingdom. Dankeschön fürs Einschalten, Dankeschön für den Support. Ich wünsche jetzt mega viel Spaß mit der Folge. Let's go. König Durophan hat seine Krone vertrauensvoll an Prinz, beziehungsweise jetzt König Sidon übergeben. Sidon natürlich mit Iona. Jetzt hier das neue Traumpaar der Goronen. Ach, der Soras. Die Soras sind mal wieder gerettet. Bis zum nächsten Teil. Guck mal, die Kakariko Imp ist auch hier. Die Hieroglyphen hier. Na, wenn das nicht Link ist. Du interessierst dich ebenfalls für die Hieroglyphen hier, nicht wahr? Wir sind hergereist, um sie zu erforschen, aber wegen des Schlamms, der vom Himmel fiel, war das unmöglich. Doch nun regnet es endlich kein Schlamm mehr. Daher können wir uns jetzt den Hieroglyphen widmen. Du bist wahrhaftig Link. Hat man Töne? Der vergessene Tempel soll sich antiken Schriften zufolge in der Schlucht in der Hebraffe befinden. Wir gehen davon aus, dass der Tempel uns bei Erforschung der Hieroglyphen einen Schritt weiterbringt. Die Hieroglyphen selbst sind natürlich wichtig. Doch ich möchte diesen Tempel so schnell wie möglich erkunden. Ein Tempel in den Hebra. Wo war Hebra nochmal? Hebra war hier irgendwo. Orni, ne? Ist Hebra. Ja. Also hier ist irgendwo ein Tempel, der irgendwas dann damit zu tun hat. Hier sind auch natürlich noch diese Drachen, ne? Diese, wie heißen die? Irgendwas mit G, ne? So, der Plan, liebe Freunde, ist jetzt, dass wir uns einmal... Also genau, stimmt, das war der Geoglyph hier, ne? Dass wir einmal dorthin gehen, uns den Schrein holen. Die drei Inseln, die checken wir auf jeden Fall auch noch ab. Und dann gehen wir aber erstmal hierhin, zu unserer selbstgebauten Stadt aus BOTW und einmal hier unten zu dem Schrein auch noch. Beziehungsweise wir holen uns generell die vier Schreine hier. Denk mal, hier werden wir dann auch ratzfatz sehen. Oh, guck, das sieht nach einem... ist ein Labyrinth. Nice. Auch so ein Totenkopf-Ding. Okay, cool. Wie gesagt, wir holen uns jetzt hier die Türme noch. Und dann arbeiten wir uns jetzt hier so unseren Weg direkt straight zum letzten Phänomen. Und dann würde ich mir hier gerne noch... Bei der großen Fee. Dann würde ich mir gerne hier noch die letzte Fee holen und dann mal gucken, ob wir irgendwie upgraden können. So ist der Plan. Ja. Setzen wir uns die Wegmarkierung, reisen hier oben zum Schrein und von dort aus geht es dann straight ab zu den Schreinen, zum Dorf. Dumster gucken, wie es ihm geht. Mit seiner Frau, ob es jetzt Kinder gibt. Gibt es den geheimen Shop in der Stadt noch, dass, falls das Hühnerschild irgendwann mal kaputt gehen sollte, dass man dort nachkaufen kann oder so. Generell gibt es da noch die Shops und. Das werden wir jetzt alles herausfinden, habe ich Bock drauf. Und dann, wie gesagt, straight zum letzten Dungeon. Da ist er. Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Sidons Geist zur Hilfe rufen. Dankeschön dafür. Jetzt sind wir schon zu dritt. Wo ist denn Riju? Riju ist immer so ein bisschen zurückhaltend, oder? Aha, siehst du. Ja. Ja, wie gesagt. Gehen wir zum letzten Dungeon auf. Und dann, wenn wir den letzten Dungeon haben und alle Fähigkeiten am Start haben, dann gehen wir in den Untergrund. Habt ihr, wie gesagt, in den Kommentaren geschrieben. Beziehungsweise, ich würde sagen, wir holen uns jetzt hier die Türme. Und dann, wie in den Kommentaren beschrieben, einmal gehen wir in die Mine hier oben auf der Insel am Start. Wir füllen die Batterie auf und dann folgen wir im Untergrund einmal den Statuen für die letzte Fähigkeit, die wir dann hier noch haben. Und dann machen wir den letzten Dungeon. Und danach wird dann die komplette Map entdeckt und die Nebenquests angegangen. Ja, so ist der Plan. So ist der Plan und nicht anders. Und der ist eigentlich auch noch ziemlich nah. Und jetzt bin ich einmal gerade hier oben. Komm, dann fliegen wir. Wenn wir gerade schon einmal da oben sind, dann nehmen wir den. Und versuchen dort erstmal dran zu kommen. Ach, guck mal da unten. Das ist auch wieder hier so ein Drachenwesen, ey. Crazy, Mann. Wie viel gibt's bitte von denen? Die sind echt überall versteckt, wa? Schreibt mal in die Kommentare, wer hat die schon bekämpft? Wer hat schon gegen so ein Wesen gekämpft und ist erfolgreich aus diesem Kampf hervorgekommen? Sollen wir einmal runterspringen? Also, der wird mich eh one-shotten, oder?
Der wird mich eh one-shotten. Aber ich will mal wissen, was ich mit meinem Master Sword so an Schaden machen könnte, glaube ich, oder? Ich speichere vorher einfach mal. Und da wäre auch der Turm, ne? Und der Turm ist bestimmt, lass mich raten, du musst den besiegt haben, um zu überstehen. Irgendwie sowas wird da kommen. Ach ja, stimmt hier. Hier sind wir. Am Totosee. Ey, wenn ich diese Stadt so sehe, da kommen so Erinnerungen hoch, wie ich mit meinen Holzbündeln immer da angereist bin, um das aufzubauen und so. Boah, Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Na, na, oh, Wasserfrüchte. Wasserfrüchte. Was haben wir mit dir? Den stinkt Popels normaler Exile-Force, ey. Scheiß auf den. So, wir gehen jetzt hier runter und greifen dieses Wesen einfach mal an. Oh, shit, man. Okay, ran da, Junge. Ich will wissen... Oh, warte. Ich will vorher erstmal speichern. Obwohl, ist ja eigentlich scheißegal. Ich starte ja eh direkt wieder von hier. Ich starte ja eigentlich eh direkt von hier. Okay, dann greifen wir mal an jetzt hier. Oh, shit. Da unten ist auch noch ein Schrein gesehen. Ja, ja, ja. So, hinterrücks jetzt. Hinterrücks. Okay. Ich mache einfach gar keinen Schaden. Yo! Okay, okay. Was macht der? Okay, der macht... Ah, guck mal, ich... Okay, verstehe schon. Verstehe schon. Ich verstehe schon. Wo das drauf hinausläuft, ey, guck dir an. Mit dem Master Sword und so einem 30er Synthese-Ding konnte ich absolut nichts reißen. Okay, ich... Oh! Boah, was ist denn hier los, ey? Oh, links, der auf. Okay, der greift mich immer noch an. Oh, der verfolgt mich. Okay, jetzt hat er abgelassen. Shit. Okay, aber das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, die sind dann elementarmäßig auch komplett geding. Okay, das war bestimmt der Schrein, den ich da gesehen habe. Die sind dann elementarmäßig noch so unterwegs, dass man quasi sagen kann, Feuer, Eis und Okay. Okay. Okay, ich hole den Turm. Von dem Turm, da ist ein Stall, nice. Von dem Turm fliegen wir dann zu dem einen Schrein dort oben und da hinten ist auch noch ein Schrein, ne? Ziemlich viele Menschen hier in dem Gebiet, perfekt. Das heißt, bei den Geruhen werden wir auf jeden Fall locker flockig mit zwei Herzcontainern mehr noch antanzen. Ja. Okay, wir holen uns jetzt erstmal, wie gesagt, alle Schreine. Bevor wir dann in Untergrund und Mine aufbrechen, um uns eben weiterhin zu oder weitestgehend zu verbessern mit Batterie und letzter Fähigkeit. Würde ich mir trotzdem gerne erstmal die ganzen Schreine holen, dann haben wir das schon mal. Und können hier eben schnell reisen. So, Funkelfrucht auch gar nicht mal so verkehrt. Was ist das hier, so ein kleiner Mini-Panzer da aus? Yo. Alter, diese Bauten sind einfach zu krass, ey. Wirklich. Oh. Die sind einfach zu krass. Ja, genau. Genau. Game over. Game fucking over, weil der mich mit so einer dämlichen Lanze einfach aus dem Nichts trifft. Bitte starte nicht da, wo der Drache war, sondern da, wo wir gerade waren. Bitte. Bitte sei so lieb, liebes Spiel. Boah, ey, was braucht man bitte für heftige Waffen dann für die Heinis da hinten, für diese Drachen? Das muss ja dann so eine 100er Waffe sein oder so gefühlt. So, dann essen wir mal einen Happen. So, wie sieht's denn jetzt aus hier mit den anderen beiden?
Ach, guck mal hier. Hellebarde. Königshellebarde. Alter, die sind, das ist aber stark dann, ey. Wirklich. Der blaue Hans muss jetzt nicht. Königshellebarde. 7 nur. What the fuck? Das waren noch die Waffen damals im BOTW. Wo ist er hingefallen? Als wollte ich ihn gerade grillen. Guck mal, wie viele Pfeile ich verschwendet habe, ey. Ich hatte 200 irgendwas. Als wir oben beim Wassertempel waren, ey. Wahnsinn. Master Sword da? Turm auf dem Ulriberg. Ja gut, ich muss den erstmal hier abschießen. Das ist ja offensichtlich. Quatsch. Wo ist es denn hin? Das ist gar nicht gut. Wo ist es bloß hin? Was denn? Die Vorrichtung des Kartografieturms wurde von einem Monster gestohlen. Vorhin habe ich es noch in der Nähe herumfliegen sehen, aber jetzt habe ich es aus den Augen verloren. Ob die Vorrichtung wohl heruntergefallen und irgendwo gelandet ist? Oh, shit. Ah, das ist doch perfekt. Da-da-da-di, das Leben als Held ist nicht einfach. Man muss einfach überall sein und allen helfen. Obwohl man nur Progress machen will. So. Oh, du hast es geschafft. Du hast die Vorrichtung aus dem Kartografieturm zurückgebracht. Oh. Ich mache mich sofort an die Reparatur. Oh. So. Okay, komm. Aller gut, aller gut. Rainer. Ich habe das gerade noch so in mir drin, dass wenn ich springe, wie im Wassertempel oben fliegen kann einfach. Auf, davon. Na, jetzt gucken wir mal, wie viele Schreine wir hier noch sehen, ey. Wahnsinn. Ist das Labyrinth hier oben? Nee, oder? So, okay. Ja, das ist der Tempel fliegt auf einmal. Okay, crazy. Der war vorher, oder war der vorher am Fliegen? Der war vorher nicht am Fliegen, aber crazy trotzdem. Ist quasi der hier, ne? Das wird das Labyrinth sein. Das werden wir dann natürlich über die Himmelsinseln erreichen. Das ist natürlich klar. So, Schrein direkt unter uns. Da, wie viele sind hier bitte? Das ist absolut fantastisch, Mann. Da können wir allein schon fast in dem Gebiet hier komplett upgraden. So, da wäre noch so ein Konstrukt-Ding. Die sind eigentlich ziemlich easy. Komm, den holen wir uns, weil wir brauchen ja diese Weisensdinger davon. Die 3 Stück noch. Um irgendwie näher an den Sonai verbunden zu sein, haben sie ja gesagt beim letzten Mal, ne? So, dann gönne ich mir den Angriffsbuff hier natürlich, aber erstmal, wenn ich auch wirklich Schaden genommen habe. Master Sword. Und das hier. Okay. Beta-Block-Konstrukt, okay. Ich bin bereit. Hm.
Okay, wo ist seine Schwachstelle? Oh, gut versteckt da oben. Oh, der macht echt crazy Schaden, wenn er trifft. So. Okay. So. Oh, warte. So. Warum ist das denn zu hoch? Okay, warum kommt der nicht eigentlich was tiefer? Und dann ist er eigentlich schon platt, oder nicht? Ja, komm schon, Block. Komm schon, Blockwesen. Oh, shit. Ich komm nicht ran da, der ist zu hoch. Oh, warte, der hat eine Kiste fallen lassen, das ist schon mal gut. Ein paar Pfeile. Aber der Schock von Riju, ey, der hat den komplett auseinandergenommen. Alte Karte, nice, haben wir schon mal gefunden. Okay, die alten Dinger sind also komplett im Untergrund. Ziemlich nah beieinander sogar. Hm, die müssen wir auch abchecken noch. Okay, du, machen wir nochmal. Machen wir nochmal. So, und ich muss mal ein bisschen essen, weil wenn er mich einmal noch mit so einem Ding trifft, dann war es das quasi schon. Der hat mir nämlich die Hälfte abgezogen. So, geht das auch in den fernen Himmel hinauf. Oh, ey. So. Okay, ich verstehe gar nicht, was der von mir will tatsächlich. Ey, beim anderen, der kam wenigstens mal runter. Ah, okay. Jo, übertreib doch nicht, du Kackvieh, Junge. Ist klar, ey. Alaska. Alaska. So. Einfach nur so ein dämliches Fuchtelherz gibt mir so einen Scheiß hier. Hm, ich habe nur noch eine Minute Angriffsbuff. Geht das so weit hoch? Okay, ich brauche mehr davon. Ich brauche quasi all die hier. Okay. Ne, komm ich auch nicht dran. Ah, fuck, ey, was ist denn jetzt los? Willst du mich verarschen, ey? Willst du mich? Warte ab, wenn ich jetzt gleich hier hochkomme, Freundchen. Warte ab, wenn ich jetzt gleich hier oben bei dir bin. Da ist aber Ramazamala hier was los. Ich sehe auch seinen Punkt tatsächlich nicht. Verarsch mich jetzt nicht, du Kack. Du Kackwesen, verarsch mich jetzt nicht. Ja, und jetzt? Der fliegt zu hoch. Ja, hier sind die ganzen Fächer. Oh, nervst du mich ab. Nervst du mich ab? Wo ist denn der andere scheiß Propeller hier noch? Weißt du, wie ich es jetzt eventuell mache? So, ich gehe mir jetzt noch einen Happen zu essen. Jetzt verbrauche ich hier tatsächlich all meine gute Ware. So. Ich lasse jetzt mal so eine fucking Rakete hier droppen. Schmiede dir einmal ein dämliches Schild dran und jetzt sause ich hoch zu dir, Kollege. Ich hoffe, das ist mir scheißegal. Das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Nein! Nein, warte. Oh. Warte! Mach die scheiß Waffe weg. Boah, was ein Krampf, ey. Was ein fucking nochmal Krampf. Boah. Wo ist denn jetzt hier das Siegel des Weisen? Was man sonst so bekommt von dem. Das hier. Wille des Weisens. Wo ist das denn jetzt, ey?
Fedora Hammer zerbricht gleich. Okay. Müsste das eigentlich mitnehmen, was da liegt, aber... Ja, scheiß drauf. Okay. Ey, was für ein Megakrampf war das denn? Aber warum habe ich den Willen jetzt nicht bekommen? Komisch. Dafür habe ich eine alte Karte bekommen von dem. Also ist das auch random, das Glück. Dass es dann kommt oder nicht. Ach Gottchen, ey. Okay, wo sind wir jetzt hier? Wo sind wir jetzt hier? Das heißt, den kann man sich eigentlich direkt gönnen. Den kann man sich eigentlich direkt gönnen. Beziehungsweise den hier zuerst. Der ist weiter oben. Dann können wir von da hier runterfliegen. Und dann so, so, so. Und dann hier so rum. Dann haben wir nochmal zwei Schreine. Nämlich 1, 3, 4, 5, 6... Mit den 8 und 2 extra Herzen. Das ist ziemlich nice. 2 extra Herzen. Dann runter. Untergrund, den Start und Folgen, wie in den Kommentaren geschrieben. Und dann. In die Schmiede. Beziehungsweise in die Mine für die. Für die extra Batterie. Weil jetzt habe ich gar nichts mehr. Hoffentlich sieht mich dieser Kackdrache jetzt hier nicht. Den habe ich auch, naja. So, den habe ich, den. Ja, den habe ich auch. Optimal. Also ich habe dann über 60 Schreine, wenn man wieder von 120 ausgeht. Das habe ich dann hier oben auf der Overmap gefunden. Auf den Himmelsinseln werden dann bestimmt, denke ich mal, auch noch ein paar sein. Macht ja Sinn zum Erkunden. Und dann eben noch ein paar... Im Untergrund, ne? Dass das so ein bisschen verteilt ist. Dass man, wenn man alles sehen will, eben auch überall einmal hingehen muss. Finde ich ziemlich nice. Guck mal hier. Kiste. Garde-Hellebarde. Ah, die Gardewaffen. Aber die Gardewaffen waren doch in BOTW auch so, dass die schnell zerbrechen, oder nicht? Die haben sich doch eigentlich gar nicht gelohnt. Also, die haben sich schon gelohnt, aber die gingen halt schnell kaputt. Musste man immer wieder ins Schloss und die eben farmen, ne? Nach Blutmond und hast du nicht gesehen? What the fuck ist denn jetzt los? Ich hab mich gesehen. Ach, schon wieder so Hände. Was mit denen auf sich hat, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, ey. Kann man die angreifen? Jetzt habe ich natürlich mein Master Sword nicht, ne? Sonst wäre ich ja mal reingejumpt. Oder springen wir einfach mal rein. Komm, heute ist der Tag, wo wir einfach mal in jeden Kampf einfach reinspringen. Ach, der saugt mir meine Herzen weg, der Penner. Wir nehmen das hier. Ach, jetzt wo ich kämpfen will, seid ihr wieder weg. Finsterklumpen. Was kann man mit denen eigentlich nochmal machen? Ein Splitter aus violetter Finsternis, der sich bei Berührung kalt anfühlt. Als Kochzutat verleiht er der Resistenz gegen mich. Ah. Okay. Ah, okay, das muss ich echt kochen. Und dann, wenn wir das nächste Mal im Untergrund sind, benutzen. Weil deswegen muss ich ja zuletzt aus dem Untergrund raus. Weil das Miasma meine Herzen so angefressen hatte, dass ich mich nicht mehr heilen konnte. So. Ich glaube, ich erinnere mich tatsächlich an diesen Ort. So, haben die auch einen Krog hier hingepackt? Wie geil einfach, Junge. Da steht aber so ein Drache, Junge, mit drei Köpfen. Wahnsinn. Ich glaube, das sollen da, das ist bestimmt hier so Leuen ersetzen, oder? Weil ich habe bis jetzt immer noch keinen einzigen Leuen gefunden. Gurt. Ich würde sagen, wenn dir die Folge gefallen hat,
Und ich freue mich, wenn du ein Däumchen nach oben da lassen würdest. Ein kostenloses Abo würdest du mir extrem mit weiterhelfen, natürlich. Und das Wichtigste aller Zeiten, auf jeden Fall nicht die Glocke vergessen, damit du keine weitere Folge mehr von mir zu Tears of the Kingdom verpassen wirst. Und wie gesagt, Diablo geht jetzt los, ey. Man kann es endlich jetzt sagen, es geht jetzt los. Ich wünsche dir noch einen affengeilen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao mit V.